parie qu'il va se rompre le cou. Sag mir, wen du beschützt. Rede. Ich habe dir nichts zu sagen. Deine Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pisspot. Stets zu Diensten.
Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretin. Wann habe ich... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde hat immer Leibwachen. Und... Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Räucher sie aus, Pestpot! Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten, ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pisspot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Ja.
wahrscheinlich auch noch ein Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Arpinons Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Bürger, bleib stehen! Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Brauchst du eine Pause? Dafür wirst du bezahlen. Ich hack dich in Stücke. Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Unwägbarkeiten. Und wenn wir ihn wieder verlieren? Sei gegrüßt. Was passiert als nächstes? Wir bringen dieses Buch mit den Templar-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt... Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Drei Templer starben letzte Nacht. Nicht durch uns. Die Templer schlachten sich seit 89 gegenseitig ab, als gäbe es kein Morgen. Er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst.
Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Und all das, weil Mirabeau sein Vermächtnis schützen will. Monsieur de la Serre glaubte an einen Waffenstillstand. Und was hat es ihm gebracht? Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Arpinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Serre. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templeragenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis, und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln.